nicht übel. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. So, unsere Mission ist es, Citra zu treffen. Aber bevor wir das tun, muss ich mich mal eben kurz orientieren, was wir denn hier schon haben. Ich erinnere mich, ich wollte den Beuterucksack mal ein bisschen quasi ausbauen. Was haben wir denn hier? Starker, dafür brauchten wir das Dingo-Fell. Ach ja, stimmt. Die guten Dingos, die wir leider nicht gefunden haben. Moment. So, einmal hier fix auf die Karte schauen. Kann ich rauszoomen noch ein bisschen? Ach, tatsächlich. Aber dann sehen wir ja gar nicht mehr die Tiere. Okay, so. Wir müssen uns mal hier ein bisschen kurz zurechtfinden. Beziehungsweise ich. So, da hinten ist unsere Mission hier unten, ne? Da, Ausrufezeichen. Haben wir irgendwo Dingos? Das wäre eigentlich schon... Ich glaube, das wäre schon sehr geil, wenn wir, den Beuterucksack nochmal ausbauen könnten, quasi. So, das hier sind Hunde, ne? Ja, das sind bestimmt Hunde. Okay, ich würde vorschlagen, wir, weißt du was? Wir gehen jetzt nicht zur Mission, wir probieren einfach mal diese Dinger hier aus. So, das habe ich jetzt wahrscheinlich gerade rausgeschnitten, da wurde ich leider gerade angerufen. So, was haben wir jetzt noch hier so, einmal zurechtfinden. Ja, Prüfung der Rakyat hätten wir. Das da und Gesucht Todaufgabe. Was machen wir denn? Machen wir mal so eine Prüfung oder machen wir eher so eine... Ich glaube, wir gehen mal hier nach unten zur Wegpunkt. Ich habe mir sogar gemerkt, wie man die Wegpunkte macht. Das muss schon was heißen. So, und dann laufen wir mal nach hier hinten und schauen uns diese Aufgabe an. Ich glaube, die könnte ganz interessant werden. Was haben wir für eine Waffe dabei? Aha. Ja, scheint gut ausgerüstet. Oder wir scheinen gut ausgerüstet. Ah, da können wir auch, glaube ich, locker zu Fuß hinlaufen, oder? Ach komm, wir nehmen uns mal hier den super schicken Luxuswagen, den wir hier stehen haben. So, mit E halten. Das ist jetzt natürlich eine kleine Umstellung. Ich habe ja quasi erst vor ein paar Stunden Battlefield 4 aufgenommen. Da ist es natürlich ein bisschen anders mit dem Einsteigen und so weiter. Aber naja, geht ja. Ist ja alles noch dieselbe Taste. So, komm. Gas. Oh, und hier über die Brücke heizen. Hui. Und da sind wir schon. So, ach, hier sind wir. Stimmt, hier haben wir ja die Beutekiste gar nicht gefunden. Ich erinnere mich. Na komm, den holen wir uns. Gesucht tot. Ein Pirat tötet zwischen hier und Dr. Earnhardts Haus Unschuldige. Töte ihn mit einem Messer. Okay. Ich würde auch übrigens, Moment, neues Tutorial, das, lesen wir mal. Suche nach Gesucht-Tod-Symbolen auf der Karte. Finde die ärgsten Feinde der Rakyat und töte sie mit einem Messer. Wenn du Takedowns für diese Kills einsetzt, erhältst du einen höheren XP-Bonus. Ah, das ist auf jeden Fall sehr gut. Hier, Fähigkeiten. Ich wollte nochmal eben gucken. Schade, wir haben keine Fähigkeitenpunkte mehr. Ich habe nämlich gerade... wo ist es denn? Tod, bla, Tod von unten, doppelter Tod von oben. Alter, das ist ja völlig krank. Revolverheld, Takedown. Was ist das? Ah, okay. Was ich eigentlich suche, war so ein Messerwurf. Ich habe gesehen, dass es den gibt. Nur leider wusste ich nicht, wo. Also ich habe nicht gesehen, wo. Stationären Waffen feuern, bla bla. Seilrutschen. Das ist alles toll. Aber was ich wirklich wollte, war dieser coole Takedown, wo man einfach so ein Messer wirft. Das habe ich so, quasi gelesen, in diesem Ladebildschirm, dass es sowas gibt. Aber ich weiß auch nicht, wo das sein soll, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie Tattoos verbessern kann. Da bin ich leider überfragt. So, jetzt schwerer Niederschlag, ausweichendes Zahn. Ich weiß echt nicht, ob das geht und wie das geht vor allem. Also es geht auf jeden Fall irgendwie, aber wie? Ach hier, Messerwurf-Takedown. Töte einen Gegner und benutze das Messer, um einen weiteren Gegner zu töten. Yeah. Geile Sache. Da müssen wir also wahrscheinlich, oder? Takedown und verstecken. Wir können hier rüber gehen und dann da. Sprintnachladung hatten wir, glaube ich, sogar mal. Da habe ich wohl wahrscheinlich was falsch gemacht. Ich erinnere mich einmal, als es nicht richtig gespeichert wurde, musste ich den ganzen Teil nochmal neu spielen. Scheinbar habe ich da falsch geskillt. Also, ich glaube zumindest, dass ich falsch geskillt habe, weil ich bin der Meinung, dass wir da dieses beim Sprinten nachladen schon freigeschaltet haben. Vielleicht habe ich mich auch nur geirrt, ist ja auch egal. Ach komm, die fahren wir mal eben um. So, haben wir einmal einen Unfall provoziert. Haben wir nicht hier noch eine Schrotflinte? Ich wollte gerade sagen.
Na komm, komm mal um die Ecke. Oh, scheiße Granate. So, komm, wir müssen die mal ein bisschen... So, dann machen wir es halt so mit einem Takedown. Es gibt eh viel mehr Punkte. Oh, fuck, 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 fuck. Los, heil dich, heil dich, heil dich. Heil dich doch. Alter. Oh, das sieht immer so richtig krank aus, wenn er sich hier so irgendwelche Elite-Maßen wieder einringt. Oh, da kommen neue. Da kommen neue, da kommen neue. Wir müssen uns verstecken. Huch, drei. Aha, das Werkzeug. Und Scharfschützengewehr. Geil. Willst du mir erzählen, dass... Ich dachte schon, da vorne direkt wäre dieser Pirat. So, Headshot. Die Chance wollte ich mir gerade mal nicht nehmen lassen. So, und welche Chance ich mir auch nicht nehmen lasse, ist... Erstmal die Waffe zu wechseln und dann hier mit so einem Piraten-Jeep durch die Gegend zu fahren. Ah, ich wollte gerade sagen, damit sind wir noch nicht gefahren, aber anscheinend doch. Denn, Moment... Nehmen kurz gucken, ob überhaupt die richtige Aufgabe. Ja, es ist die richtige. Ich markiere die trotzdem nochmal, nur sicherheitshalber. So, wollte nur gucken, ob es die richtige Aufgabe ist. Nicht, dass er uns jetzt zu Citra führt. Ich möchte ja schließlich erstmal den Piraten erlegen. So, müssen wir hier einmal rechts. Fahren wir mal hier außen rum um das Dorf. Hier, ja, hier rechts ist das Dorf. Was wollte ich sagen? Genau. Das Auto. Wir saßen auf jeden Fall schon mal hier drin, weil sonst würde ja jetzt direkt wieder so ein elendiges, Tutorial zu dem Auto aufpoppen. Wie immer. Das ist ein bisschen nervig mit den Tutorials, finde ich. Also, an sich schön und gut, ja, aber ich glaube, die haben einfach ein bisschen übertrieben und wir versuchen mal den Berg hier unbemerkt hochzufahren. So, schnell aussteigen. So. Gegner markieren. Oh, das ist aber interessant. Y-Kamera zücken. Ja, ach so, ja, toll. Das wüsste ich auch. Huch. Ach, wir haben uns ja verletzt. Das habe ich gar nicht gemerkt. So, da haben wir wieder unsere Schrotflinte am Start. Schrotflinte, unsere scharfe Schrotflinte sozusagen. Das ist unser Ziel. Headshot. So, jetzt ist der Typ alleine, wie es aussieht. So, wir werfen mal ein paar Steine. Gehen mal auf diese Waffe. Oh, da ist tatsächlich noch jemand anders. Ich drücke mal auf der 3, weil ich immer denke, ich habe auf der 3... das Ding hin. Alter, der checkt auch gar nichts unten, oder? Wo ist der Hund? Oh, scheiße. Verfehlt. Nein, Alter. Wie schlecht. Na komm schon. Scheiße. Okay, dann zücken wir doch einmal kurz die Kamera. Versuche ich nochmal ein bisschen zu markieren, aber hier ist ja eh nichts. Sehe ich gerade. Hm, sollen wir es riskieren und einfach mal ihm ins Bein schießen oder so? Da an der Seite ist noch irgendwo was. Huch. Ach, ich bin schon wieder verletzt. Ich drücke mal aus Versehen auf Q, weil ich die Gegner markieren will. Ich bin da noch dran gewohnt. Oder dran gewöhnt von, Battlefield. Der scheiß Hund nervt. Dumme Kleffer. So, komm. Den erledigen wir. So, den haben wir auch erledigt. Yeah, und da haben wir ihn erledigt. So. Damit sind sie alle erledigt. Und wir haben den gesuchten Mörder oder Piraten gefunden. So, können wir den nicht ein bisschen untersuchen? Nur so ein bisschen? Ich kann nur diese dumme... Oh. Oh, unsere Brieftasche ist voll. Na, das sollte aber kein Problem darstellen, die wieder zu leeren. Die halten, um nur Gegenstände zu holen, okay. Nehmen wir uns wenigstens ein paar Gegenstände mit. Wir gehen mal Zeug kaufen, würde ich mal sagen, oder? Oh, Moment, falsche Taste. Ich wollte einmal auf M und schauen, ob wir jetzt irgendwie irgendwo hin müssen. Ich glaube nicht, oder? Also wir können jetzt, glaube ich, gescheit fortfahren. Es ging mir jetzt nur darum, ob ich jetzt wegen dieser gesuchten Todaufgabe da, ob ich da jetzt noch irgendwo hin muss. Aber
Scheint nicht so. Also machen wir mal eine Schnellreise nach Amanaki und geben mal ein bisschen Geld aus. Na los. Oh, das ging schnell. So, hier. E halten, interagieren, bla. So, dann erstmal verkaufen wir. Nee, erstmal müssen wir was kaufen. So, Inventar auffüllen. Zack, können wir einmal ein bisschen Geld damit verdienen. Ich finde das so elendig, dass ich hier irgendwie nicht richtig zurück kann oder ich es irgendwie nicht checke. Ich glaube, wenn ich nämlich hier drauf gehe, gehe ich ganz weg. Das will ich ja nicht. So, jetzt wollen wir aber mal was, was Cooles kaufen. Was sind denn Karten eigentlich? Alle sammelbaren Gegenstände in der Nähe von Amanaki auf der Nordinsel. Ja, gut, das kann man alles machen, aber weiß ich nicht. Ach, tatsächlich geht's hier. Konsumartikel, Körperpanzer. Komm, kaufen wir mal. Haben wir ein bisschen Schutz. So, spezielles. Warte mal. Wir können doch hier Medizin kaufen. Kaufen wir doch ein bisschen. So, ein paar mehr. Oh. Okay, wir können nur eine mitnehmen. Schade. Na gut, Granatwerfer haben wir, glaube ich, sogar. Nee, haben wir noch nicht. GL94 wollte ich ja kaufen. Dieses Ding ging ja ab wie nix, als wir es in dieser Mission testen durften. Okay, die Teile sind aber sauteuer, sehe ich gerade. Vielleicht können wir ja ein neues... Nee, ein neues Scharfschützengewehr ist, glaube ich, auch witzlos. Sturmgewehre sind immer schön. Da würde ich auch übrigens gerne, ach ja, STG-90. So, die würde ich übrigens gerne benutzen. Statt dieser elendigen AK, die ich eigentlich gar nicht mag. So, sehen wir da mal eine neue... Oh, Dschungel sieht cool aus. Urwald, blau, boah, nicht schlecht. Schwarz, Backups-mäßig. Rot, Gefahr. Ich glaube, ich nehme mal Gefahr. Das sieht cool aus. Machen wir einfach mal ein bisschen hier Waffenanpassung. Einfach mal, um es gemacht zu haben. Oh, das sieht auch... Das sieht aus wie die G3A3 bei Dingens. Bei Battlefield. Wer sie kennt, weiß Bescheid. Eigentlich eine sehr gute Waffe, wenn man damit umzugehen weiß. 1887, das ist doch mal... Das ist doch mal eine richtige Schrotflinte. So eine richtige standardalte Western-Schrotflinte. Ja, solche MPs, ja gut, die sind bestimmt gut und schön, aber ich glaube, für unsere Verhältnisse quasi sind die ein bisschen nutzlos. Also würde ich jetzt mal einfach so schätzen. Was haben wir noch so? Pfeile? Oh, Pfeile könnten wir mal ein paar kaufen. So, nur damit wir auf jeden Fall genügend dabei haben. Und LMGs brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich jetzt. So,